Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute endlich mal ein Anti-Haul für euch. Ich weiß, ich habe schon länger keinen mehr gedreht und mich haben sogar einige von euch auf Instagram angeschrieben und gefragt, wann endlich mal wieder ein Anti-Haul kommt. Und ich habe heute diesen Look für euch abgefilmt, der auch demnächst dann online gehen wird und dachte mir, was könnte ich jetzt noch drehen? Ich war irgendwie so gar nicht vorbereitet, hatte so keinen Plan und dachte dann, gut, dann gibt es jetzt den Anti-Haul, weil es gibt immer Produkte, die ich nicht haben möchte. Dann scrolle ich einfach so auf der Trendmood-Seite rum und dann fällt einem so viel auf, was man wirklich nicht haben möchte. Und ja, darüber reden wir jetzt. Ich muss gleich vorweg sagen, es ist natürlich nie eine Garantie. Also bei mir ist es tatsächlich immer so ein bisschen riskant, wenn ich Sachen an meinen Anti-Hauls zeige, weil letztendlich es schon öfter vorgekommen ist, dass ich natürlich die Sachen dann trotzdem gekauft habe. Bei den meisten Produkten bleibt es aber irgendwie meistens tatsächlich so, dass es dann wirklich nicht gekauft wird. Wir haben wieder abnorm viele Paletten in diesem Anti-Haul und ich würde mal anfangen mit der ersten Kollektion, oder das ist eine komplette Kollektion von Colourpop. Colourpop bringt ja immer so viele neue Sachen raus, das ist einfach nur krass. Es kommt gefühlt jede Woche ein neuer Launch oder es wird zum Beispiel so wie letztens die Disney-Kollektion nochmal restockt und irgendwie ist jede Woche eigentlich ein Grund da zum Bestellen, falls einem alles gefällt. In dem Fall gefällt es mir jetzt aber tatsächlich nicht. Und zwar haben die eine neue neue Kollektion rausgebracht, die heißt Brown Sugar und da sind auch Lux-Lipsticks dabei, da sind glaube ich Eyeliner mit dabei, diese kleinen Pöttchen und dann sind auch zwei Liquid-Lipsticks dabei, wobei ich jetzt nicht ganz sehen kann, ob das nur Glosse sind oder ob das Liquid-Lipsticks sind und eine Palette. Und ich muss tatsächlich sagen, obwohl das so ein Nude-Thema fast ist, trifft mich irgendwie überhaupt nichts davon. Es ist nicht so, dass ich es hässlich finde, um Gottes Willen, aber ich finde es einfach nicht interessant genug, als dass ich jetzt wirklich sage, ich bestelle es mir. Lippenstifte habe ich jetzt, glaube ich, in letzter Zeit wirklich sehr häufig erwähnt. Ich mag nicht diese ganz, ganz braunen Lippenstifte. Vor allem nicht an mir. Also ich mag eher so Nude-Töne, die ein bisschen ins Peachigere gehen, so wie heute auf meinen Lippen. Oder ich mag was, was ins Rosane geht, aber ich mag nicht so gerne diese wirklich, wirklich braunen Töne. Und hier sind jetzt drei sehr dunkle braune Lippenstifte sogar mit dabei. Der eine, der zweite von links, sieht so aus, als hätte er sogar so einen Khaki-Einschlag. Und ich glaube, es würde mir überhaupt nicht stehen. Ganz interessant wäre vielleicht der ganz rechts außen. Aber ich denke mal, auch der ist mir dann wieder zu braun und zu hell. Und ja, also irgendwie gefällt mir alles nicht so. Die Gel-Eyeliner, denke ich jetzt mal einfach, dass es Gel-Eyeliner sein sollen, gefallen mir auch nicht so. Ich bin auch kein Typ dafür. Ich benutze eigentlich immer nur meinen Liquid-Eyeliner von, von Kat Von D. Und das war's. Ja, wegen zwei Lipglossen, ach, ich weiß nicht, ich finde sie einfach nicht interessant genug. Und ich weiß, wie gesagt, jetzt auch gerade leider nicht, ob es Lippenstifte sind oder Lipglosse. Lipglosse fände ich jetzt prinzipiell noch interessanter, aber irgendwie, ja. Ja, dann würde ich es mir vielleicht sogar überlegen, muss ich ehrlich sagen. Also die beiden wären vielleicht so, Und die Palette trifft einfach auch nicht so meinen Geschmack. Sie ist hübsch, ja, aber sie spricht mich einfach nicht weiter an. Es kommen jetzt derzeit so viele Paletten raus, die ich echt interessant finde und die einfach auch mal ein anderes Farbschema haben. Ich sag mal zum Beispiel Stichwort Jeffree Star, die Alien-Palette. Und sowas finde ich dann einfach irgendwie interessanter. Klar, das ist jetzt wieder so ein Thema für sich. Das ist jetzt quasi so das extreme Gegenteil. Da werden wahrscheinlich die meisten sagen, um Gottes Willen. Die finde ich ganz furchtbar. Aber so ist es bei mir tatsächlich aktuell. Ich finde die jetzt nicht weiter ansprechend. Da ich gerade schon so halb erwähnt hatte, Jeffree Star, der bringt eine neue Kollektion raus, so wie es immer zu Weihnachten ist, und zwar seine alljährliche Holiday Collection. Und da hat er wieder allerlei tolle neue Sachen rausgebracht. Zum einen hat er eine Lidschattenpalette mit dabei, er hat wie immer Liquid Lipsticks mit dabei, er hat seine Lip Scrubs mit dabei und seine Lip Ammunitions, also die ganz normalen Lippenstifte. Und ihr habt auf Instagram vielleicht schon mitbekommen, dass ich mich eigentlich sehr über die Kollektion freue. Dennoch ist ein Teil der Kollektion in meinem Anti-Haul gelandet und da denke ich, werde ich auch nicht von meiner Meinung abweichen. Und zwar die Lip Ammunitions. Ammunitions, schweres Wort. Ich bin irgendwie kein Fan von diesen Lip. Ich weiß auch nicht warum, ich mag die einfach nicht so. Da ist eine Farbe dabei, das soll so ein Topper sein. Das wäre vielleicht noch der einzige, wo ich sage, okay, eventuell. Aber die anderen sind überhaupt nicht meine Farbe und ich mag dieses Prinzip dahinter auch nicht. Ich hatte mal damals, als die ganz neu rauskamen, welche bestellt und fand einfach die Verpackung auch so furchtbar billig. Es fühlte sich einfach nur an wie so richtige 1-Euro-Schminke oder so aus dem, weiß ich nicht, aus dem Kick oder Teddy oder sowas. Und da gefällt mir das Design auch überhaupt nicht, diese Kugelform, sage ich jetzt mal, also diese Bullet-Form. Und
Ja, das Holiday Design ist jetzt auch nicht so viel besser. Es ist halt einfach nur weiß, also so ein bisschen reflective, glaube ich. Also so ein bisschen, wenn man so ein Licht drauf hält oder er hatte das im Video so angeleuchtet, dann hat so die Kollektion so ein bisschen einen Schimmer gehabt, so einen bunten Schimmer. Das sah ganz cool aus, aber ich finde diese Lip Ammunition sehen einfach nur billig aus. Die fühlen sich billig an und die Farben sprechen mich jetzt überhaupt nicht an. Also dieser dunkle Lippenstift, der grüne, das Gold, das muss nicht sein. Dann gibt es eine neue Palette von Too Faced. Too Faced ist irgendwie aktuell auch total aktiv wieder. Da hatte ich ja jetzt erst die Gingerbread Palette für euch reviewed bzw. getestet. Verlinke ich euch gerne in der Infobox oder beziehungsweise Infobox und oben im i, falls ihr das noch nicht gesehen habt und gerne sehen wollt. Übrigens, Too Faced Gingerbread Palette, auch ein Produkt, was in meinem Anti-Haul gelandet ist und was ich dann doch gekauft hatte. Aber das hatte ich damals auch gesagt, dass es da das Risiko sehr hoch ist aufgrund dieser Lebkuchen-Thematik. Jedenfalls bei der Palette sehe ich das Risiko ehrlich gesagt nicht, denn ich finde sie nicht sehr hübsch. Das ist die Too Faced Pretty Rich Collection und es gibt dort eine Lidschattenpalette, die mich optisch schon nicht anspricht vom Farbschema her, die mich sehr, sehr stark an was erinnert, aber ich komme partout nicht drauf an was. Wenn euch einfällt, an was die Palette einen erinnern könnte, dann schreibt es mir auf jeden Fall. Ich überlege, ob sie mich vielleicht an die Too Faced White Peach Palette erinnert, ob da ähnliche Farben drin waren. War da auch so ein Blauton? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall finde ich das Farbschema jetzt nicht super, super ansprechend. Das ist jetzt auch nicht hässlich, auch wieder beim Thema. Ich finde es nicht hässlich, aber es ist halt einfach nicht meins derzeit so. Weiß nicht. Und was ich auch nicht so schön finde, ist diese Vermischung der verschiedenen Formen. Also es sind vier Lidschatten in diesem... in so einer anderen Form von so einem Diamanten, sage ich jetzt mal, soll das wahrscheinlich darstellen. Und die anderen Lidschatten sind alle normal. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar, wenn man so verschiedene Formen bei Lidschattenpaletten durchmischt. Also nach dem Motto irgendwie, welche sind viereckig, welche sind dreieckig, das mag ich einfach nicht. Das passt für mein Auge nicht, das ist nicht stimmig. Und generell finde ich die jetzt nicht besonders kreativ. Und deswegen, werde ich da aussetzen. Dann bringt Kylie neue Lipglosse raus, so wie ich das gesehen habe, die mich A, schon nicht interessieren, weil die irgendwie merkwürdig aussehen. Also die Farben sind jetzt nicht unbedingt so meins. Ich habe jetzt noch nicht wirklich Swatches gesehen, sondern nur die Lippenstift-Tuben oder die Lipgloss-Tuben. Aber das allein interessiert mich schon irgendwie nicht so richtig. Kylie ist halt auch... schwer für uns zu erreichen, deswegen will ich mir da auch gar nicht so die Mühe machen mit Postfach und was weiß ich alles oder Angst, dass es dann nicht durch den Zoll geht, pipapo. Und zudem finde ich es halt auch schade, wenn ich jetzt zwar an die Sachen drankomme, das reviewen kann und ihr halt aber irgendwie gar nicht. Und das verfehlt irgendwie so ein bisschen den Sinn. Ist zum Beispiel bei Colourpop nochmal ein bisschen was anderes, weil da doch sehr viele von euch auch an die Produkte rankommen. Bei Kylie ist es aber, finde ich, sehr schwierig und ich möchte mir diesen Aufwand selber nicht machen. Und ich muss auch sagen, dass ich ihr Werbefoto, das werde ich euch auch einblenden, sehr irreführend irgendwie fand. Weil auf dem Foto hätte ich niemals gedacht, dass es Lipgloss sein soll, den sie da trägt. Das sieht einfach so aus, als hätte sie Sandpapier auf den Lippen. Wirklich, ich hätte eher so gedacht, jetzt kommt sie auch mit sowas raus wie Jeffree Star, diese Lip Scrubs oder so. Das sieht einfach aus, als hätte sie Sand auf den Lippen. Das hat für mich nichts mit dem Lipgloss zu tun. Also da ist irgendwie die Kampagne völlig dran vorbeigeschossen am Ziel. Insofern Foto, naja. Und die Lipglosse an sich, ja, einfach irgendwie für mich sehr uninteressant. Dann habe ich ganz neu gesehen, hat Farsali oder Farsali, ich weiß nicht, wo man das betont, Farsali, ich glaube, da ist ein Strich über dem A, ein neues Beauty-Elixir rausgebracht. Die hatten ja diese Drops, wo dann immer auf Instagram die ganzen Videos gemacht wurden von den Beauty-Bloggern und Influencern, wo die sich ja alles so ins Gesicht träufeln mit der Pipette und dann läuft das so runter und dann sind irgendwie 10.000 verschiedene Öle im Gesicht, weil man nimmt dies und das und jenes und dann wird das alles so eingeklopft und am Ende sieht alles perfekt aus. Das fand ich immer mega schrecklich. Ich habe mir geschworen, ich werde nie so ein Instagram-Video machen, wo ich mir hier irgendeinen Scheiß ins Gesicht, sorry, träufle. Auf jeden Fall haben die neues Beauty Elixir rausgebracht. Finde ich auch jetzt nicht super interessant. Ich habe mich auch noch nie so wirklich damit beschäftigt, was die eigentlich machen sollen. Denn das andere, woran ich mich erinnere, war auch irgendwie so lila oder rosa. Und dann gab es, glaube ich, noch eins, was irgendwie so Gold drin hatte oder so. Keine Ahnung, was die machen sollen. So Öl ist ja prinzipiell für trockene Haut gar nicht mal so uninteressant. Aber ganz ehrlich, ich hatte darauf echt keine Lust.
Und mir reicht mein ganz normaler Primer, der einfach der Haut ein bisschen Feuchtigkeit zurückgibt, und meine Feuchtigkeitspflege, also irgendeine Creme oder so. Und das reicht mir völlig aus, als mir jetzt hier irgendein Quatsch ins Gesicht an Öl. Und also muss nicht sein, und deswegen ist das neue Farsali-Öl auch auf meiner Anti-Haul-Liste. Dann gibt's mal wieder eine neue Kollektion von Make-Up Geek. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass man von Make-Up Geek auch sehr lange nichts mehr gehört hat. Bis auf, dass die Gründerin mal an die Öffentlichkeit gegangen ist mit einem Video bezüglich dieser Beauty-Blogger-Geschichte, was manche so für Preise verlangen und was in der Beauty-Industrie so ein bisschen üblich ist, dass teilweise Marken denen auch Geld bezahlen und das nicht wenig und auch Geld dafür bezahlen, dass die quasi andere Marken schlecht machen. Also das fand ich dann auch teilweise echt krass. Nichtsdestotrotz, es geht um die Marke und die Kollektion, und die interessiert mich irgendwie so überhaupt nicht, fällt für mich unter das gleiche Schema wie die Colourpop Sugar, Brown Sugar Collection, ist einfach nicht interessant genug, spricht mich nicht an. Da ist ein Ton dabei, der in der mittleren Reihe ganz rechts außen, der sieht so ein bisschen Duochrome-mäßig aus und der sieht so ein bisschen so aus, als würde er vielleicht in dieses Blue-Brown-Pigment Typ MAC reinpassen, sage ich jetzt mal. Das wäre vielleicht ein bisschen interessanter, aber ansonsten sind das jetzt auch alles mehr so Standardfarben und irgendwie, spricht mich einfach nicht wirklich an. Ich kann es euch manchmal auch gar nicht richtig begründen. Das ist einfach die komplette Kollektion. Die Wimpern prinzipiell gefallen mir ganz gut. Ich habe noch von Make-Up Geek überhaupt keine Wimpern getestet, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich deswegen extra was bestellen würde. Ich denke eher nicht. Bei Wimpern bin ich auch irgendwie mehr so eingefahren in meiner Schiene mit meinen House of Lashes Wimpern. Und die Lipglosse, die dabei sind, ja, ist jetzt auch irgendwie nicht so meins. Dieser Pinkton, dann ist da so ein lila Ton. Nude müsste man sehen, aber wenn das Set steht, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Insofern leider nicht meins, obwohl ich die Verpackung von der Palette echt schön finde. Die heißt ja Stroke of Midnight. Und da ist eine Uhr drauf, die so ein bisschen so einen Glitzerrahmen hat. Finde ich echt schön, aber ja, leider das Innenleben nicht so. Dann haben wir nochmal Lippenprodukte, die ich nicht haben möchte. Und zwar von einer Marke, wo ich jedes Mal hadere, die auszusprechen. In meinem Kopf klappt das einfach nicht. Pat McGrath. Wie man sich da ein ablispeln muss am Ende. Irgendwie klappt das nicht, weil am Anfang macht man ja Pat mit T und dann kommt immer dieses TH. Naja, ihr wisst jedenfalls, was ich meine. Pat McGrath. Und eine Marke, die an mir irgendwie völlig vorbeigegangen ist. Also ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe auch von der Marke schon öfter Bilder gesehen. Ich habe schon Videos drüber gesehen, Reviews etc. Habe auch auf Instagram echt viele Leute, denen ich folge, die die Sachen gut finden und auch kaufen und auch immer wieder zeigen, die schöne Verpackung etc. Aber irgendwie hat es mich nie so richtig angesprochen. Ich habe mir jetzt kürzlich das erste Mal bei ihr was bestellt. Ich denke mal, darüber werdet ihr auch noch ein Video sehen. Ich weiß noch nicht, wann und in welchem Rahmen. Aber das ist jetzt so wirklich mein erster Kontakt mit der Marke, deswegen ist es mir jetzt auch überhaupt erst aufgefallen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich einfach weiter gescrollt. Jedenfalls hat sie Lippenstifte rausgebracht, das sieht so ein bisschen aus wie eine Holiday Collection, würde ich jetzt mal aufgrund des wunderschönen Packagings denken. Das Packaging ist echt schön, muss ich sagen. Das erinnert mich sehr an die MAC Mariah Carey Collection, wo doch auch alles in so einem schönen Silberglitzer gehalten war, falls ihr euch daran noch erinnert. Jedenfalls sieht das letztendlich genauso aus, aber die Farben gefallen mir halt überhaupt nicht. Das ist alles so ein Metallic-Finish und das finde ich teilweise echt nicht schön. Also an mir sieht es halt einfach nicht schön aus. Ich trage sowas nicht sehr gerne und insbesondere auch so Magenta-Violett-Farben sind jetzt auch nicht so mein Beuteschema. Maximal noch der dritte von rechts, der sieht so ein bisschen nudiger aus. Aber ich habe mir halt auch die Swatches angeguckt und die haben wirklich alle so ein Metallic-Finish. Und deswegen leider für mich überhaupt nichts. Zudem muss man auch sagen, bei ihr sollte man sich dann wirklich sicher sein, dass man die Produkte auch haben möchte, weil die Preise halt doch recht hoch sind. Also ich habe mir von ihr auch Lippenstifte bestellt. Und ein einzelner Lippenstift kostet, meine ich, 35 Euro. Jetzt weiß ich natürlich nicht, sie hat immer sehr, sehr viele Setpreise. Also zumindest ist es mir so gegangen, als ich jetzt auf der Website was bestellen wollte, was zu einer Kollektion gehörte. Da gab es irgendwie 5000 verschiedene Varianten, das in einem Set zu bestellen. Dann war es immer günstiger. Da haben zum Beispiel dann zwei Lippenstifte nur 59 Euro gekostet. Aber deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, wie das jetzt als Set wäre, wenn man alle nimmt. Da spart man sicherlich noch gut, aber trotzdem ist es natürlich eine Stange Geld, die man da lässt, dafür, dass einem dann auch die Lippenstifte wirklich gefallen sollten.
Dann, wie sollte es anders sein, habe ich mal wieder eine andere Palette für euch. Und zwar gibt es eine neue Kollektion von Morphe zusammen mit James Charles, dem Beauty-Blogger. Und das war eine Palette, da war ich mir sofort sicher, dass ich sie nicht haben möchte. Und jetzt bin ich so weit, dass ich nicht mal mehr sicher bin, ob ich sie in mein Anti-Haul wirklich reinpacken sollte. Weil ich auch so viele Swatches gesehen habe und mir dann denke, eigentlich ist es richtig mein Beuteschema. Es sind so viele schöne bunte Farben da drin, richtig, richtig schöne. Da ist so ein Lavendelton, ich schwöre, der lacht mich so an. Ich finde den echt geil und da ist auch ein schöner Grünton drin, den ich ein bisschen vermisst habe bei meiner Karnevalpalette. Dann ist da auch so ein richtig schönes Rot drin, was ich auch so ein bisschen vermisst habe in der Karnevalpalette. Die mittlere Reihe ist so ein bisschen größer, also so komplett in der Mitte von der Palette ist so eine größere Reihe. Da ist zum Beispiel ein schwarzer Lidschatten für mich jetzt wieder voll unnötig, weil ich einfach schwarz nicht so wirklich benutze. Das heißt, das wäre jetzt für mich wirklich, ja, daneben. Aber ich bin halt einfach echt nicht sicher. Ich habe von Morphe tatsächlich noch nie eine Palette benutzt, was auch damit zu tun hat, dass man immer mal wieder schlechte Sachen über die Marke an sich hört. Jetzt nicht unbedingt über die Qualität der Lidschatten, aber über die Marke an sich, zum Thema, ne, Labeling und so weiter. Aber das jetzt mal beiseite gelassen, bin ich auch nicht unbedingt der größte Fan von James Charles. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Abneigung gegen ihn habe oder irgendwas. Ich habe mich einfach nur nicht so wirklich mit ihm beschäftigt. Und ich hatte in dieser Dokumentation, falls ihr die gesehen habt, von Shane Dawson über Jeffree Star, war er auch mit dabei in einer Folge. Und ich fand es echt nervig, weil er ständig die ganze Zeit nur Sister dies, Sister das. Und ich fand es einfach nur richtig anstrengend, ihm zuzuhören. Und die ganze Gruppe war dann halt auch anstrengend, weil die alle so mitgemacht haben. Also dieses Sister-Gequatsche geht mir echt auf die Nerven, sollte mich jetzt aber nicht unbedingt davon abhalten. Also da überlege ich es mir auf jeden Fall noch dreimal. Packaging finde ich richtig schön. Richtig, richtig schön Design mit seinem Bild drauf und diesem Pinsel und dass das alles so weiß ist und dann eben sein Gesicht so bunt. Und die Verpackung halt auch so in matt-schwarz gehalten ist und dann seine Unterschrift. Also das finde ich schon echt schön. Und ich muss sagen, Lisa hat mir die Palette auch so ein bisschen schmackhafter gemacht. Sie ist, glaube ich, sehr begeistert von der Palette. Und das ist so der Moment, wo ich halt leider auch überlege. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von der Palette haltet und ob ihr euch die holen würdet. Was mich bei Morphe auch immer mega stört, ist dieses riesige Format. Wo soll ich mir das hinstellen? Ich will das nicht auf dem Schminktisch stehen haben. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, nee, eigentlich nicht. Ich bin unsicher. So, zwei Produkte habe ich noch für euch und das eine ist keine Lidschattenpalette und das andere ist aber eine Lidschattenpalette wieder. Und wir fangen mal mit der Nicht-Lidschattenpalette an und da sind wir auch sehr, sehr schnell durch mit dem Thema. Und zwar habe ich hier von Neutrogena eine Sache gefunden, was es mit Sicherheit bei uns wieder nicht geben wird, sondern nur in den USA. Ich wollte es aber trotzdem in mein Video mit reinnehmen. Selbst wenn es das bei uns gäbe, würde ich es nicht kaufen, weil ich es einfach schwachsinnig finde. Also ich verstehe den Sinn dahinter, ich verstehe, warum man das macht, aber für mich persönlich ist das einfach nur wirklich Müllproduktion hoch 10.000. Ich meine, ich bin jemand, dadurch, dass ich auch extrem viel einkaufe, shoppe online etc., ich produziere dadurch ja auch sehr viel Müll. Und ich kriege halt auch allerhand Verpackungsmaterial, was ich übrigens eigentlich alles nicht wegschmeiße, sondern ich hebe wirklich alles auf, weil ich auch sehr viel wieder verschicke und dann das alles brauche. Also bei mir wird quasi nicht so viel weggeschmissen, sondern eher recycelt fürs nächste Mal. Nichtsdestotrotz finde ich es halt wirklich, wirklich schade. Es ist letztendlich ein Beutel mit quasi einzelnen Abschminktüchern verpackt. Why? Also ich... Man kann wirklich den Sinn dahinter verstehen, dass man wirklich mal ein einzelnes braucht, was man irgendwo mitnehmen muss oder wie auch immer. Aber ich finde es halt echt schade, dass da so unwirtschaftlich oder umweltfreundlich gedacht wird, dass man sowas wirklich herstellen muss. Eine einzelne Tüte, die quasi aus Plastik besteht und drin nochmal gefühlt 20, wie viel ist da drin? Ja, 20 einzeln verpackte Make-up Remover Wipes. Ich hätte diese Tücher von Neutrogena echt gerne mal getestet. Also generell die Make-up-Entfernungstücher von Neutrogena werde ich vielleicht auch mal tun. Aber diese Packung mit den einzelnen, ich kann den Gedanken verstehen, aber ich finde es echt scheiße. Und dann kommen wir zur letzten Palette. Und zwar habe ich mir hier ausgesucht die Berries & Cream Palette von Dominique Cosmetics. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich
habe bisher irgendwie noch gar nicht das Interesse für irgendeine Dominique-Palette gefunden. Ich weiß auch nicht, warum. Die anderen beiden wären noch so ein bisschen interessanter gewesen. Gerade die zweite, die Lemonade. Da habe ich aber so viele schlechte Meinungen gehört, dass ich es einfach erst gar nicht versuchen wollte. So interessant fand ich sie dann auch nicht. Und die dritte ist jetzt irgendwie wieder völlig am Thema vorbei für mich. Das passt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie passt das in meinem Kopf nicht so richtig zusammen. Ich mag diesen einen lilanen Ton vor allem nicht ganz oben, fast rechts, also der zweite von rechts, der Ton sozusagen, den finde ich ganz, ganz furchtbar irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich kann mit diesem Berry-Thema nicht so viel anfangen der Zeit, weil ich jetzt auch zwei Paletten habe, die so sind. Ich habe einmal die Urban Decay Naked Cherry Palette, wo ich jetzt auch schon gesagt hätte, die hätte ich mir nicht unbedingt alleine gekauft. Die wurde mir ja zugeschickt vom Urban Decay im Rahmen dieses Abkomma-Contests. Und die hätte ich mir alleine nicht gekauft, weil es zwar schon irgendwie schöne Farben sind, aber einfach mir zu langweilig gewesen wäre. Hier ist jetzt noch so ein bisschen Abwechslung wenigstens mit drin durch diesen dunklen Blauton da unten in der Mitte. Aber es ist halt einfach nicht das Farbschema, was mich jetzt komplett anspricht. Und wie gesagt, ich habe in die Richtung jetzt schon zwei Paletten, insofern setze ich da definitiv aus. Ja, ihr Lieben, dann sind wir jetzt schon durch mit dem Video. Schreibt mir auf jeden Fall wie immer in die Kommentare, was eure Produkte sind oder was ihr so gesehen habt, was ihr wirklich furchtbar fandet oder was ihr überhaupt nicht haben wollt, was euch nicht interessiert, was also quasi in eurem Anti-Haul gelandet wäre. Würde mich wahnsinnig doll interessieren und ich hoffe ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!